Willkommen zurück. Holmenkollen, Nordische Ski-WM 2011. Samstag. Für die Skispringer der zweite Tag, an dem es eine Entscheidung gibt. Toller Sieg gestern von Daniela Iraschko bei den Damen. Schade war der heftige Nebel, der extreme Nebel, den es gab am Mitzubacken. Heute sieht es anders aus. Heute ist der Nebel nämlich noch heftiger. Das Wichtigste, was man heute braucht, sind Schilder. Denn ansonsten droht wirklich Gefahr, dass man sich verläuft. Man sieht nichts. Es ist zum Teil wirklich schwer, von einem Venue zum anderen zu finden. Das einzig Positive daran ist, dass die Großwetterlage sich wohl deutlich verändern wird. Und das spätestens bis Anfang nächster Woche hier blauer Himmel sein soll. Wunderbar, denn irgendwo da hinten ist der Holmenkollen. Da sieht man momentan wirklich gar nichts. Aber nächste Woche wird man ihn sehen. Mit blauem drumherum. Blaue Jacken gibt es jetzt schon. Wir schauen mal. Heute um 15 Uhr, also die Entscheidung. Normalschanze, Herren. Mit sicherlich 10 Leuten, die Gold gewinnen können. Und da gehört auch, wie immer, bei so einer Entscheidung ein bisschen Glück dazu. Können tun es viele. Und wir sind wirklich gespannt, wem es gelingen wird, die erste Medaille der Herren beim Skispringen hier mit nach Hause zu nehmen. 15 Uhr, wie gesagt, geht's los. Bis dahin.